My life be like, ooh, yeah, ooh. My life be like, ooh, yeah, ooh. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Ops 2 Singleplayer. Wir setzen den Spielstand fort. Ich glaube, die haben wir schon gesehen, die Zwischensequenz. Okay, ich muss kurz mein Headset leiser stellen, das ist doch ziemlich laut. Ist jetzt hier ein fliegender Start, könnte man sagen. Alter, ich kann ja echt nicht zielen hier mit dem Teil. Alter, ich kann mir gar nicht. Auf jeden Fall bei der letzten Aufnahme haben wir ja total verkackt. Also er gesagt, ich habe das Fliegen ja total verkackt. What? Ja, das kann ich gar nicht, ey. Diese Fliegen kotzt mich richtig an. Kann ich auch irgendwie Raketen schießen? Nice. Scheiße. Alter, das kotzt mich an, ey. Ich hasse so. Ich kann einfach nicht fliegen mit solchen Teilen. Wo sind denn noch welche hier? Scheiße, ich glaube, wir sind auch fast kaputt, ey. Diese Drecksdrohnen hier, Alter. Alles wieder wegen Menendez, dem Lappen, ey. So, gut. Achtung, strukturelle Integrität bei 15%. Scheiße. Ich glaube, wir verkacken die Mission. Alter. Aber was ich cool finde, ist, dass man, Strukturelle Integrität gefährdet. Schadenswarnung. Ja, Sicherheit, das überleben wir natürlich, ist ja ganz klar. Aber finde ich cool, dass wir die Mission jetzt nicht nochmal machen müssen. Dir ist schon klar, dass du total irre bist, oder? Da hat er recht, auf jeden Fall von dort erstmal rausspringen und den Mut dafür zu haben. Respekt. Damit ist die Mission schon vorbei. Okay. Hätte ich ja doch noch in der letzten Aufnahme zu Ende machen können. Aber wir waren halt schon krass über der Zeit. Ist auch kein Problem, haben wir hier jetzt schnell gemacht. Und ja. Fangen wir mit der nächsten Mission an, und zwar finden Sie Raúl Menendez. Vielleicht können wir ihn endlich mal das Handwerk legen. Wir wissen jetzt, wie Menendez es geschafft hat. Es ist nun klar, dass Menendez gefasst und zu Obama gebracht werden wollte, um den Angriff zu starten. Ein trojanisches Pferd. Odysseus. Er hat Celerium benutzt und über unsere Server mit einem Virus die Infrastruktur aller unserer Militärsatelliten verseucht. Die schlechte Nachricht, er kontrolliert die Drohnen noch. Er hängt auf Kommunikationssatelliten überall auf der Welt. Was sind die Optionen? Es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir kennen die Quelle des Signals. Haiti? JSOC ist in der Luft. In 10 Minuten haben wir Boden unter den Füßen. Wann erreichen die Drohnen die anderen Städte? Bei der aktuellen Flugbahn in ebenfalls 10 Minuten. Oh mein Gott, was ist mit China? Nun, der diplomatische Kontakt stockt. Aber wie Sie sehen, Peking, Shanghai und Hongkong sind genauso bedroht wie wir. Ist es das? Ist das das Ende? Madam President, Gott steh uns bei. Okay, also müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch mit China Stress kriegen, weil die sind ja ganz schön angepisst wegen Menendez, dass der da die Drohnen geklaut hat, also die amerikanischen Drohnen. Zeit zum Ziel, 60 Sekunden. Okay, du bist fertig. Steht die Handverbindung? Alles okay. Bestätigt!
Okay, Section, es kann losgehen. Zuhören. Wir haben unsere Ziele. Die Übertragung ausschalten, die die Drohnen steuert. Ziel, Raul Menendez gefangen nehmen oder töten. Ich sag töten. Lebendig lief letztes Mal nicht so gut. Da hat er recht. Zeit zum Ziel. 30 Sekunden. Scheiße, das war knapp. Natürlich, ey. Ich kann noch nicht laufen, fuck. Los, jetzt! Raus, raus! Flügel eingesetzt. Nice. Ich könnte es... Naja. Ah doch, wir können ausweichen, coole Sache. Das ist cool, das macht wieder Laune. Ja, geil. Wenn man es drauf hätte, wäre natürlich auch gut. Meine Güte, dann fängt er wieder geil. Vorsicht beim Sinkflug! Okay. Ausweichen, verdammt nochmal! So, jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Direkt in die Wolken rein ist natürlich scheiße. Den Raketen ausweichen! Die sehe ich nicht mal kommen. Alter, fuck. Alter Schwede. Oh nein, nein, nein. What the hell? Ey, ich konnte nicht weiter nach links, Mann. Okay, fast da, fast da. Ich glaube, wir sind jetzt in Haiti, wenn ich richtig erinnere. Ich glaube, es ging gerade um Haiti. Und wir haben wieder geile Mucke im Hintergrund von Black Ops 2. Ja, die auch in einer, im Multiplayer ist, wenn man in der Lobby ist. Komm schon. Willst du ewig leben? Ja, dann komm, gib mir eine Waffe, geht doch. Was ist das denn, ey, komm mal. Ey. Ich spiel mit so einer Waffe im Ernst mal. Zielsucher ist scheiße, Leute, echt. Ich frage mich auch, wie manche Leute einfach mit Zielsucher spielen können. Oh, Entschuldigung Leute, ich muss ganz kurz was ändern. Und zwar hat hier jemand wieder die Controller-Belegung. Ne, wir machen nämlich Taktik. Komm, ich nehme ich besser... Alter Vater, ich hasse es. Ich hasse diese Scheiß-Teile. Hier. Den nehmen wir auch noch mit und jetzt rücken wir mal ein bisschen vor. Scheiße, da ist eine Drainfire. Weg. Da oben auf dem Dach sind welche. Okay, da komme ich jetzt aber nicht ran. Ach komm. SE 1 und 2 gehen in Position, um unseren Vormarsch zu schützen. Vorsicht beim Feuer. Nate. Nicht ablenken lassen. Wir müssen die Übertragung ausschalten und Menendez töten. Halte für RPG, okay. Jetzt hauen wir das Ding nämlich weg. Wo ist es? Okay, ist das schon kaputt jetzt? Alter Vater, alter Vater. Ich schau einfach mal da hinten eine rein. Komm, ich nehme die erstmal mit, ne? Wie viel Schuss haben wir denn? 10? Oh, da oben. Da lauert der Vogel. Okay. Einfach aufhalten jetzt. Mir bleibt nichts anderes übrig und Deckung, Deckung. Gut, ich glaube, jetzt haben wir die beide ausgeschaltet. Ey, meine Waffe ist fast leer, ich brauche eine neue. Eine PDW mit Griff. Das ist eine gute Sache. Da, am Geschütz. Mann, ja, wegen dem Feuer, Alter, komm. Na, wenigstens realistisch. Ich
Ich weiß leider nicht, von wo geschossen wird. Okay, von dort, von dort. Fuck. Oha. Das kannst du doch keinen erzählen, ey. Da war ich doch schon wieder so gut wie regeneriert. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Kein Problem, machen wir das halt normal, ne? Oh, nee, sag mir. Oh, da sitzen sie schon wieder. Den hauen wir erstmal weg. Ich glaube, jetzt sind die da oben erstmal aufmerksam geworden auf uns. Aber warte mal. Mann, ey, komm schon, ey. Wir machen mal beim YouTube mit. Ich treffe die nicht, ich kann sowas nicht. Okay, wir lassen es mal lieber. Das war knapp, das war knapp. Gut. Mann, ey, jetzt komm schon, Mann. Geh doch mal kaputt, du Drecksteil. Und wer schießt mich denn von hinten an? Oh, sag nicht, da sitzen schon wieder welche mit RPG. Alter Schwede, Mann. Okay, jetzt muss ich ein bisschen... Oder warte mal, wir nehmen. Wie ich Raketenwerfer hasse, ne? Alter, willst du mich verarschen, Mann? Das kotzt mich jetzt schon an. Aber deswegen gebe ich mir auch immer wieder Call of Duty, ne? Okay, warte mal. Hier liegt eine PDW mit MMS. Wir schalten jetzt erstmal die da oben aus. Jetzt den, keine Ahnung, dieses Fahrzeug, was hier steht. Und danach schnappen wir uns die PDW mit MMS. Mann, lad schneller nach. So, jetzt schnappen wir die PDW uns da unten. Halten für KP40, wäre die Type hier. Type kommt, Type mit Magazinerweiterung. Nein, nein. Mit Magazinerweiterung ist noch besser als die PDW. Voll die geile Mucke wieder hier im Hintergrund. Also eine Mucke würde ich eigentlich nicht hören, jetzt sagen wir mal über Kopfhörer oder so. Aber in so ein Spiel, vor allem jetzt hier auch bei Call of Duty, finde ich das immer wieder nice. Das MG ausschalten. Darauf wäre auch kein anderer gekommen, das muss er uns alle mitteilen. Ja, und wir mal eine kleine Nate drauf. Mann, ey, was willst du denn, ey? Im Ernst mal. Vor allem, ich weiß auch nie, von wo der kommt mit seiner dreckigen RPG. Oh, ey, der kotzt mich so derbe an, ey. Das glaubt ihr gar nicht. So, gleich gibt er mir wieder eine. Ja, sicher. Oh, fick dich, Alter. Scheiße, nur noch 5 Schuss, ich hoffe da unten. Uff, 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 uff. Okay, ne Nate, wir müssen hier weg. What the hell? Griffe und MMS. Okay, wir haben neue Munition. Die haben jetzt aber einen Vorteil, weil von... Unten nach oben, ne, von oben nach unten. Oh scheiße, das sind ja meine Leute. Jetzt kommt der schon wieder, Alter, ey, das kotzt mich so der Mann, ne? Okay, nochmal. Von oben nach unten zu schießen ist einfacher als von unten nach oben. Mann.